Oh, ja genau. Hallo. Ich bin's mal wieder, euer Skratex. Mit heute Supermechts hieß das, glaube ich. Oder ja. Ja, nehmen wir direkt die Belohnung. Das ist ein Kampfroboter-Spiel wie das andere. Nur man, das ist mehr mit einem rundenbasiertes Spiel und Strategie. Hier kann ich euch mal meinen Roboter zeigen. Ich habe für das Spiel in das Spiel 11 Euro reingesteckt, ist aber free to play. Hier haben wir meinen Kampfroboter. Die Sachen sind ziemlich gut upgraded. Ja. Hier habe ich noch ein paar legendäre Waffen. Die mit dem gelben Rahmen sind legendär. Die mit dem. Mit dem lilanen Rahmen sind episch, die blauen sind rare, die mit gar keinen, also grau, sind normal und die roten sind super legendär oder richtig selten halt. Da habe ich leider eine doppelt gezogen, die gar nicht mehr so gut ist. Die hat halt einen starken Knockback. Aber ich würde sagen, holen wir uns erstmal eine Free Chest ab. Wenn ihr wollt, dass ich ein Pack Opening mache, dann schreibt es mir in die Kommentare. Hier, ich würde sagen, wir machen mal. Ich bin in der Kampagne, was weiter? 15 mehr Multiplayer Games brauche ich, damit ich die öffnen kann. Da ist ein Safe eine Legendary drin. Hier so dieser Weg von der Kampagne geht so lang. Hier bin ich schon was weiter. Also. Ich mache jetzt mal das nächste Level. Hier seht ihr schon mal einen Roboter. Ihr werdet jetzt auf den ersten Eindruck sagen, das Spiel ist voll scheiße, aber ich habe es eine Zeit lang so richtig hart gesuchtet. Hier tun wir die Container zerstören, weil jetzt, das ist noch nicht das eigentliche Spiel. Also jetzt noch nicht abschalten. Jetzt fängt es erst an. Hier könnt ihr sehen, wenn ich länger drauf gedrückt hätte, die Range, wie viel Schaden. Und ja, hier werde ich jetzt mal zum Beispiel die Waffe einsetzen. Jetzt ist er drin. Oben in der Mitte, so. Bei diesem schwarzen Feld seht ihr die Zügel. Im Online läuft eine Zeit ab und ja. Tun wir nochmal das einsetzen und jetzt haben wir zwei. Ups. Jetzt haben wir zwei Züge. Jetzt schicke ich zum Beispiel meine Drohne raus, die jetzt über die ganzen Runden Schaden macht. Und das ist halt ziemlich Vorteil gibt es dir. Schild gibt ja auch einen ziemlichen Vorteil, benutze ich aber nicht so oft. Dann tue ich mal diese Waffe einsetzen, 55 Schaden, da musste meine Drohne gar nichts mehr machen. Und er ist tot. Und das sechsmal. Aber das ist gar nicht so langweilig. Also ich werde jetzt wahrscheinlich zwei Level spielen oder so. Und ja, Drohne schicke ich meistens ganz am Anfang raus, damit ich halt über die ganzen Runden den ganzen Schaden mache. Sorry, falls ich mich ein bisschen komisch anhöre. Es ist jetzt 1:03 Uhr. Habe ich das gerade richtig gesagt? Auf jeden Fall, ich bin jetzt schon was müder. Aber habe mir gedacht, ich habe jetzt wieder Bock auf YouTube. Und nehmen ein paar Videos auf. Hier kann man auch einen Teleport einsetzen, der dich irgendwohin teleportiert. Ich kann jetzt zum Beispiel das hier machen. Und das hier. Jetzt ist er tot und wir haben gewonnen. Hier können wir aus. Die gelben Teile sind die Schätze. Und wir können demnächst mal ein Pack-Opening machen.
Wahrscheinlich mache ich das sogar, also so oder so. Ich mache einfach das auf YouTube, was mir gefällt. Und zum Beispiel, der ist jetzt mehr so. Der hat einen Flammenwerfer, also den kann man nur auf ganz Nahkampf. Ich habe einen Flammenwerfer, den kann man auf zwei Nahkampf. Oder sagt man das so? Ich glaube, man sagt zwei Nahkampf. Auf jeden Fall, jetzt setze ich mal diese Waffe hier ein. Und ich schleudere den ziemlich zurück. Wodurch er jetzt schwieriger an mir rankommt und den Flammenwerfer nicht so leicht einsetzen kann. Es gibt auch so ein Hitzesystem und so. Die Waffen verursachten Hitze an sich selbst, an euch selbst und am Gegner halt auch meistens. Und ja. Und man kann halt die Waffen upgraden, so dass sie mehr Schaden machen und ja, mehr Schaden machen. Ende. Ich bin hier ziemlich gut ausgerüstet, mein Roboter, mein Mech. Super Mech hieß das. Ja, genau. Wie man auch in den Ladesequenzen sehen kann, die nicht so lange dauern. Aber online ist es meistens ziemlich schwer. Also selbst mit meinem Roboter ist es nicht so leicht. Sorry, falls ich was wenig rede, aber es ist jetzt halt schon etwas später. Und jetzt kommt der letzte. Und dann kommt der. Vielleicht kann ich ja. Ja, kann ich. Okay, mein Flammenwerfer, der macht ziemlich viel Schaden. Der müsste jetzt auch One-Hit sein, genau. Und macht halt auch Hitze am Gegner. Wenn man Hitze hat, muss man rebooten oder wie das heißt. Also man kann eine Runde nicht mehr einsetzen. Und es gibt halt manche Waffen, die verdammt viel Hits machen. Und man kann dann, wenn der Gegner die ganze Zeit einsetzt, dann kann man halt nichts machen. Oh, ich gucke mir kurz dieses Video an und komme dann wieder. So, da bin ich wieder. Oder nehme ich auf? Ja. Hier habe ich mir kurz dieses Video angeschaut. Das wäre Werbung. Und da kommt direkt eine Herausforderung. God Mode müssen wir besiegen. Das ist ein ziemlich starker Roboter. Ich weiß nicht, ob wir den schaffen, aber müssten wir. Der macht halt 26 Schaden und Knockback ganz Zeit. Dauerhaft. Der hat, glaube ich, unendlich Reichweite. Es wäre ein Vorteil, wenn wir hier ein Schild benutzen und dann noch das hier machen. Wir können halt nicht ganz an ihn ran, weil da macht er genau das. Aber wir können jetzt den Flammenwerfer benutzen. Da habt ihr schon gesehen, wir können jetzt nur einen Zug machen, weil unsere Hitze kritisch ist. Guck, wir können jetzt nichts mehr machen im Endeffekt. Dann machen wir das. Am besten setzen wir keine Waffen an, die Knockback machen. Und da seht ihr es, er muss jetzt auch herunterfahren.
könnte knapp werden. Ich habe gegen ihn schon öfters gekämpft. Aber ich habe immer verloren bis jetzt. Also, der ist schon ziemlich stark. Ich mach's jetzt mal so, sorry, falls ich fast leise bin, immer. Ich mach's jetzt mal so, dass ich, wenn ich nichts machen kann, dass ich herunterfahre, damit ich Energie, Hitze, wegmache, dass ich in der nächsten Runde garantiert angreifen kann. Guck, jetzt ist er in der nächsten Runde überhitzt und ich kann jetzt easy angreifen. Mach halt immer nur 16 Schaden, aber ich kann halt meine Runden ausnutzen. Jetzt kann ich zum Beispiel nichts mehr machen, aber ich kann hier ein Schild einsetzen. Hier springe ich jetzt einmal nach vorne und setze meine Energiewaffe ein. Weil es gibt physischer Schaden, Energieschaden und Feuerschaden. Nee, Explosionsschaden. Die hat minus 3 Energieschild. Also Energiewaffen machen viel mehr Schaden an ihm. Ich sollte jetzt das machen und herunterfahren. Diesmal sieht es sogar ziemlich gut aus. Ja, ich würde sagen, wir haben ihn. Ups. Wir machen das mal so. Und er ist schon sogar so schon down. Okay, wir machen den Sprung. Es gibt manchmal sehr selten einen Finisher-Move. Okay, die Aufnahme kommt jetzt an seine Grenzen. Defeat God Mode. Nice Level Up auch noch. Okay. 6010. Okay. Ja. Gut. Falls ihr meinen Mesh nachbauen wollt, ich finde ihn echt sehr, sehr gut. Für Nahkampf, Fernkampf. Die Drohne ist ziemlich gut. Falls ihr die ihr Teile habt, könnt ihr ihn ja nachbauen. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Kommentieren nicht vergessen, liken nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen. Falls ihr mehr davon sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Mal.